So, wir sind noch in Verona hier, die Altstadt. So, hier haben wir schon das erste Kolosseum in Verona. So, wir gehen aus Verona raus in die Po-Ebene hinein. Normalerweise hat ja jeder in der Nähe des Po mindestens zwei Hügel, aber da, wo wir hingehen, ist keiner. Da ist wirklich nur eine Ebene. Ja, Richtung Bologna insgesamt. Das wird dann die nächste Etappe. Spaghetti Bolognese sozusagen. So, wir sind jetzt hier mittlerweile fast 50 Kilometer nach Verona. Wir laufen noch an der Etsch lang hier, größeren Fluss, heute zum letzten Mal. Und wir haben gerade jemanden getroffen auf dem Fahrrad, der im Prinzip denselben Weg macht, den ich zu Fuß mache. Der kam auch aus Deutschland und will auch nach Sizilien. Ist auch hier vorbeigefahren. Okay, in Deutschland hat ein bisschen andere Route genommen, klar und so. Ist nicht über den 2800er Pass gefahren mit der Schotterpiste. Ja, aber interessant. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Irgendwie so ein alter Damm, laufen wir die ganze Zeit schon seit Verona hier drauf lang. Also
dann schon nachmittags und so. So, ich sag nur, fußgängerfreundliches Italien. Wir haben Glück, dass wir überhaupt was gefunden haben. Wir gehen gleich über den Po rüber. So, wir gehen über den Po. So, die Bälle da, die da rumliegen, das sind Wassermelonen. Ah, da ist die Verlockung schon groß, mal eine einfach mal so zu nehmen bei 32 Grad in der Sonne. So, wir scheinen ja an irgendeinem Ort Vogelschutzgebiet zu sein. Okay. Eulen, Enten. Tarabuso. Okay. Eisvogel, der hier anscheinend Martin Pescatore heißt. Ja, glaube ich zumindest. Ein italienischer Kavalier, sowas wie ein Storch. Okay. Ja, so ein bisschen in die Richtung. So, am Horizont sieht man jetzt schon ein bisschen die Apenninen. Also wir nähern uns dem Ende der Po-Ebene, Bologna. Wird noch 2 Tage dauern, ehe wir da sind. So, wir sind auf dem Weg zu Bologna. Und zwar werden wir heute ankommen, ist nicht mehr weit. Nicht mehr, keine 10 Kilometer mehr. Am Horizont sieht man schon die Apenninen. Schälen sich jetzt immer mehr heraus. Unsere nächste Etappe. So, wir sind offiziell in Bologna. So, wir sind in Bologna angekommen. 2. Etappe beendet. Erfolgreich die Po-Ebene durchquert. Also, wir haben echt keine Hügel gesehen. Da ist wirklich nichts, alles total komplett eben. Und ja, es ist mitten in der Pampa, da existiert auch irgendwie kein einziger Wanderweg, zumindest nicht da, wo wir waren. Radwege, ja, ganz, ganz vereinzelt mal, aber ansonsten echt nur irgendwelche landwirtschaftlichen oder direkt am Bahngleisen irgendwelche wilden Wege. Halb Baustelle, halb Weg. Ja, okay. Wir werden jetzt mal wieder hier ein paar Zero Days machen und dann schneide ich euch mal das Video und lade das so.